zu Hause. Und einen Dolch aus den großen Tempeln von Huatl. Oh, ihr seid ja auch da. ja, euer Balduin ist zurück aus Lustria. Und ich habe einiges an Geschichten mitgebracht. Es war viel Sonne, es gab viele mystische Orte und ich konnte mit ein paar sehr interessanten Skinks sprechen. Mein Aufenthalt in der alten, neuen Welt war wirklich sehr interessant. Und ja, ich werde dann einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich werden wir heute auch Themen haben, wie zum Beispiel die Geschichten vom Hexenjäger Heinrich Kruger und seinem Adjutanten Jochen Bleisk. Und ich trage diese Kleidung hier immer noch, weil ich genau so dort auch war. die Brille war unbedingt notwendig, weil so sehe ich auf kurze Distanz kaum etwas. Und selbst ihr seid mir alle ziemlich verschwommen. Mein Aufenthalt, wie gesagt, in Huatl, in den Dschungeln drumherum, war sehr aufregend. Echt schick. Ja, ich wollte mit euch heute ein bisschen beim Maltischgebabbel oder beim Maltisch Hobby, was auch immer ihr gerade bei euch auf dem Maltisch habt, einfach mit euch ein bisschen über den Hexenjäger Heinrich Kruger plaudern. Ja, wir beginnen, wie gesagt, mit dem Thema Heinrich Kruger, dem Hexenjäger. Wie kam es dazu, dass ich eine solch neue Geschichte mache? Ich weiß, ihr alle wartet auf eine Fortsetzung und ein paar von euch hören es wahrscheinlich schon an meiner Stimme. Sie ist ein bisschen belegt und deshalb ist es momentan mir jetzt gerade nicht möglich, länger so zu lesen, weil es dann doch sehr anstrengend ist und man seine Stimme natürlich gut vorbereiten muss. Und auch jetzt dieses besondere Maltischgebabbel, wo ihr einfach nur den Kanaltrailer seht, strengt mich jetzt auch schon sehr an. Aber ich schneide das ja hier in mehreren Stunden zusammen. Also ich setze mich wieder dran und dann erzähle ich ein bisschen und wie das halt so ist. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut und meine Abwesenheit war hoffentlich nicht zu sehr dafür verantwortlich, dass ihr den Kopf in den Sand gesteckt habt, aber das glaube ich ja weniger. Es gibt ja einige ganz, ganz tolle Leute hier in unserem Hobbybereich, die auch ganz tolle Hobbybeiträge gemacht haben. Ich konnte ja aus der Ferne, konnte ich immer ein bisschen beobachten, wer was so macht. Ne? Also unser Exe, dann Rattending, der Weekend Wizard, wie sie alle heißen. Ja, also Heinrich Kruger ist eine fiktive Figur. Ich habe einfach gedacht, dass man, sozusagen nach der Stieland-Geschichte, da dürstete es euch Fans da draußen nach einer neuen Geschichte, die auch über mehrere Folgen geht und sich natürlich in der Warhammer Fantasy-Welt bewegt. Und nach einer tollen Umfrage, die ich gemacht habe, und ich war begeistert, also über 200 Leute haben abgestimmt, und haben sich für einen Hexenjäger entschieden. Und aufgrund dessen und natürlich den ganzen Hintergrund über einen Hexenjäger und was der so macht, habe ich mich einfach in dieses Abenteuer gestürzt. Natürlich habe ich mich darauf vorbereitet und geguckt, was macht so ein Hexenjäger eigentlich. Ich wollte aber jetzt keinen blindwütigen, fanatischen Hexenjäger haben, sondern schon noch jemanden, der klar, natürlich das Böse jagt, wo immer es ist und natürlich auch gnadenlos zuschlägt, aber nicht sinnfrei. Also er hat dennoch einen klaren Verstand und ich finde, das ist so das
der wichtigste Aspekt dabei. Ich meine, was ist ein Hexenjäger im Endeffekt? Es ist jemand, der Kreaturen und Anhänger der Finsternis jagt, der verdorbene Magie aufspüren kann, nur anhand seiner menschlichen Fähigkeiten. Also die Sinne sind geschärft und er vereint ja drei Exekutiven in sich, ne? Also den Ankläger, den Richter und den Henker. Und wir wissen ja alle, also einige von euch, wie das mit der Inquisition war, ne? Die war ziemlich grausam. Aber es hat ja mit der realistischen Inquisition nichts zu tun. Ich projiziere das Ganze ja wirklich auf die Warhammer-Welt. Und ich wollte so einen kleinen, so eine Gratwanderung mal machen, um mir einen Hexenjäger zu entwerfen, der fanatisch das Böse jagt und natürlich einen wichtigen Adjutanten bei sich hat, der eigentlich so ein bisschen die Perspektive des Zuschauers hat, der praktisch ganz neu an seine Seite gestellt wird und natürlich eine schlagkräftige Truppe im Hintergrund. Und das ist halt Urblatt Rotgut und seine Straßenköter. Und dieser Heinrich Kemmler ist kein Fanatiker, definitiv. Also er jagt fanatisch die Feinde der Menschen, also die Feinde der Ordnung, sagen wir es mal so. Und aber er setzt seinen scharfen Verstand ein und ich finde, das ist schon mal ein guter Unterschied. Ja? Weil Fanatismus und scharfer Verstand, das sind so Sachen, da trennen sich die Geister. Ich kann, denke ich mal, sagen, wenn du inbrünstig Feinde jagst, aber deine Cleverness, dein Verstand, deine Fähigkeiten, deine Instinkte dafür einsetzt, dann bist du ein hocheffizienter Kämpfer für was auch immer. So, und diesem Heinrich Krüger habe ich diese Fähigkeiten gegeben. Und ich springe immer zwischen den Ansichten von dem Hexenjäger und dem Adjutanten hin und her. Also, es macht mir Spaß, diese Dinge zu schreiben und aber auch teilweise mir dann selber auszudenken, wenn ich es dann am Vorlesen bin. Ihr merkt auch, wie gesagt, meine Stimme ist belegt und ich muss zwischendrin immer wieder mal ein paar Pausen machen, ich möchte natürlich jetzt in den nächsten Tagen einfach mal loslegen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Tagen damit loslegen kann und euch dann richtige Hörgeschichten eine Stunde plus liefern kann pro Folge. Ich habe jetzt 3 weitere Folgen, / fast 4 Folgen über meinen Urlaub ausgearbeitet. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was ihr dazu sagt und freue mich natürlich auf eure Kommentare. Ja, Heinrich Krüger, Hexenjäger, ist eine Sache, wie er sich durch die alte, / neue Welt bewegt und die Feinde der Ordnung jagt. Der Adjutant Jochen Bleisk ist von mir ein Einwurf, weil ich wollte versuchen, eine Verbindung zwischen dem Hexenjäger und dem normal denkenden Menschen herstellen. Und ein Adjutant ist natürlich, kennt man halt aus dem Militär, ist einem General, einem Offizier beigestellt und so eine Art Berater, /Sekretär. Und das war für mich jetzt, sage ich mal so, die autorische Möglichkeit, manchmal dem Zuschauer auch zu erklären, warum oder eine gewisse Ansicht zu ermöglichen. Also einfach, ich wollte durch diesen Adjutanten den Zuschauer direkt neben den Hexenjäger stellen, damit der Zuschauer, / der Zuhörer, versteht, warum der Hexenjäger das macht. Weil der Adjutant natürlich schon sehr genau Bescheid weiß, wieso, warum der Hexenjäger das macht, aber
ich möchte auch diesen menschlichen Aspekt, ja, also diesen ganz normalen Menschsein-Effekt auch direkt daneben stellen. Also man merkt immer, zwischen dem Hexenjäger und dem Adjutanten springt die Ansicht hin und her. Das ist vielleicht für manch einen ein wenig irritierend, aber im Endeffekt fängt es genau das ein, was ich erreichen will. Man fiebert so ein bisschen mit. Und ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, wie ihr die Dinge seht. Ja, also und was ihr euch, sage ich mal so, von dem Hexenjäger, schrecklich von dem Adjutanten erhofft. Und natürlich weiß ich auch, dass, ich denke mal, viele von euch auch den Urblatt und seine Straßenköter mögen. Und aber dazu sage ich gleich was zu den Straßenkötern und dem Urblatt. Aber der Adjutant, das seid ihr, ihr seid die Zuhörer. Und der Adjutant Jochen Bleis ist also ein relativ junger Adjutant, 26 Sommer ist er jung und wird natürlich gleich in diese Welt, in diese grausame, brutale, furchtbare, düstere Welt geworfen. Aber der Hexenjäger im Endeffekt ist das Licht, also stellt dieser Hexenjäger so ein bisschen der ultimative Kämpfer für das Licht dar. Und in der Beschreibung von einem Hexenjäger steht ja, wenn sich ein düsteres Wesen in ein Dorf flüchtet, brennt ein Hexenjäger lieber das ganze Dorf nieder, ja, und die gesamten unschuldigen Seelen dabei. Und wenn dann dabei auch eine dämonische Seele verbrannt wird, dann hat sich's schon gelohnt. Von dieser Aussage wollte ich mich ein bisschen distanzieren. Und da habe ich halt dann diesen scharfen Verstand mit eingebracht. Und natürlich direkt daneben dann den menschlichen Aspekt vom Jochen Bleisk, weil der dann halt sagt, ja, wir müssen ihn vielleicht nicht das ganze Dorf niederbrennen, wenn wir halt rauskriegen, in welchem Haus der Dämon ist. Ja, da sind dann vielleicht auch ein paar Unschläge dabei, aber man muss ja nicht gleich das ganze Dorf niederbrennen, damit man das so ein bisschen versteht, wie ich das meine. Wenn ich jetzt mal den Oger, den Urblatt Rotgut nehme und seine Straßenköter, das ist für mich ein bisschen der erweiterte Arm des Hexenjägers, also der Schlagkräftige, weil der Hexenjäger allein kann es nicht mit einer größeren Gruppe von Feinden aufnehmen. Ein Oger ist natürlich eine brachiale Urgewalt, der durchaus es auch mit einem Dämonen aufnehmen kann oder zumindest dem Dämon mal eine scheuern kann. Und die Straßenköter sind halt genau das, was sie sind. Sie sind dreckige Leute mit niederer Herkunft, mit fiesen Tricks. Also, wie ich es ja schon im ersten Teil gesagt hat, Dreck bekämpft man am besten mit Dreck. Und genauso kämpfen die auch. Also da ist nichts mit ehrenhaftem, ruhmvollem Kampf. Nee, geht einfach nur hin und bam, schlagt den Feind tot, wo ihr ihn findet. Und der Vorteil ist, die Straßenköter sind halt wirklich genau das, was sie sind. Sie sind viele, sie können beißen, sie sind schnell, aber haben natürlich keine Rüstung oder sowas, aber sie sterben auch schnell. Aber sie sind vor allen Dingen eins, viele. Und solange ihr Anführer, der Urblatt, steht, kämpfen sie weiter. Also man merkt halt den spielerischen Aspekt, den ich hier einbringe. Also man hat den Hexenjäger, der Anführer ist, der von seinem Gefühl, von seiner Erfahrung und von seiner Ahnung geleitet wird, die ihn bisher nie im Stich gelassen hat. Urblatt Rotgut und seine Straßenköter sind einfach die optimale Ergänzung dazu. Ich bin natürlich überlegen, da eine neue Einheit noch dazu zu kommen, weil man braucht natürlich auch ein paar Fernkämpfer. Armbrustschützen wollte ich jetzt nicht mehr dazu nehmen. Ich wollte halt schon, dass das Gesamtbild der Leute, die den Hexenjäger begleiten, so ein bisschen zerlumpt sind. Ja, also so richtig einfache Leute,
die mit einfachsten Mitteln den Feind bekämpfen können. Weil nur einfachste Mittel sind wichtig. Sie müssen billig sein, man muss sie von der Straße aufheben können und dem Feind entgegenschleudern. Die Idee ist, also jetzt mal hier so ein bisschen für die Zukunft, eine Einheit von Schleuderern zu nehmen. Also sie werden natürlich regeltechnisch, was das Spiel betrifft, als Bogenschützen gelten, aber sie werden Schleudern haben. Hat natürlich den Charme, Steine liegen überall rum und sie haben halt besondere Schleudern. Sie schmeißen einfach mit Steinen. Das erklärt natürlich dann halt auch, also sich die 24 Zoll Reichweite, Stärke 3. Ja, und das ist so meine Idee. Also das sind so Sachen, die kommen noch. Ja, der Anführer kriegt auch noch einen Namen, richtigen Namen. Also da wird noch einiges kommen, was jetzt hier in der Hexenjägergeschichte passiert. Aber ich werde mich jetzt einfach mal in den nächsten 3-4 Tagen dann wirklich dran setzen und für euch die Geschichte vortragen. Ich brenne schon darauf, das Ganze zu erzählen, aber ich muss erst einmal meine Stimme schonen und arbeiten muss ich natürlich auch noch, ist klar. Aber ich hoffe mal, ich konnte euch jetzt hier einen kleinen Einblick geben und die Idee ist ja, dass ich für dahin genauso das Maltischgebabbel mache, also das sind so diese Podcasts, die ich vorher gemacht habe. Es ist ja auch ein Podcast, aber ich wollte es einfach jetzt weiterhin das Maltischgebabbel nennen, wollte es hier drauf projizieren. Also ich bin da immer so ein bisschen gefangen, wie ich mich da entwickle, aber im Endeffekt wollte ich jetzt alles hier auf meinem Hauptkanal fokussieren und alles zusammenführen, darüber zu reden, darüber die Dinge zu zeigen, meine Projekte voranzutreiben, etc. etc. Es gibt so viele Dinge noch zu tun. Es gibt noch so viele Armeen und Figuren zu bauen und zu bemalen. Es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen. Und ich bin immer wieder begeistert, wie sehr mein Tun die Leute ein wenig inspiriert und auch dazu ermuntert, ihre eigenen Geschichten zu schreiben, ihre eigenen Armeen aufzustellen, die eigene Kreativität einfach anzukurbeln. Und was dabei rauskommt, ist immer wieder faszinierend. So, ich werde jetzt erstmal hier für heute Schluss machen. Ich wünsche euch allen jetzt, wie gesagt, einen guten Start in die Woche. Und ich werde mich in den nächsten Tagen melden. Ich werde mich jetzt aber intensiv damit beschäftigen, meine Stimme zu schonen, damit ich euch die Geschichten vortragen kann und natürlich mich dann auch wieder vor der Kamera ein bisschen präsentieren kann. So, gut, dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch Ideen kommen, wenn ihr noch etwas wissen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen da, am besten auch ein Abo und wir sehen uns einfach beim nächsten Maltischgebabbel. Dann auch wieder mit richtigen Bildern und mit Figuren und mit Geschichten und ach, was weiß ich noch alles. Also, es ist ja das Maltischgebabbel und das kann ich ja bekanntlich machen, wie ich will. Also, ganz liebe Grüße hier von mir zu euch und der Balduin ist wieder da. Also, bis dann. Tschüss und ein Hoch auf das Hobby.